Moin Leute, was geht ab? Willkommen zu einer neuen Folge. Heute zeigen wir wieder Pokémon Let's Fucking Go. Ich will auf jeden Fall, dass sich heute Iki entwickelt. Und vielleicht kann er ja gegen mal irgendwas machen, anstatt einfach nur rumsitzen und nichts zu tun. Einfach die ganze Zeit einfach nur zu verkacken. Oh, hallo, wer bist du denn? Ah, endlich ist das Paket aus der Lagerhalle in Schleichwede angekommen. Es ist nichts mehr abzusehen damit. Das ist eine sehr wichtige Mission und Versagen ist keine Option. Außerdem gibt es so viele Störfaktoren, davon darf ich mich nicht ablenken lassen. Du hast mein Selbstgespräch gerade belauscht, oder? Los, geh's zu! Wenn ich so einig wäre, würde ich mein Pokémon dir die Ohren lang ziehen. Was? Egal, ich kann nicht lesen. Fick dich. Aha, kannst nicht rennen, bist fett. Hi, ja, du kommst echt spät. Also wir kämpfen jetzt. Was ist das für ein Saboteur? Alter, das ist Team Rocket. Team Rocket, Alter. Team Galacticus. Star Honey! Was hat der gemacht? Was hat der gemacht mit seinem Bock? Das ist 26! Das hätte sich 20 Level entwickeln sollen, Junge. Das ist aber irgendwie selbst schuld, Alter. Also, oh ja, weil wir nur die mit dem Bigger drucken, sonst, wird mein Pokémon nicht stark. Geh einfach. Nutzlos. Bonita! Duschdusch. Rotenstach. Duschdusch. So, der Reha so und die geht so. Und jetzt einfach so. Man sieht, dass du der Pokémon gut trainiert hast. Ja, die sind so gut trainiert, deswegen haben die einfach keinen Bock auf die Arena und bekommen dann bald Schlaganfall oder was? Schmeiß das Ding. Jeter es. Komm, Licky, jeter es noch mehr. Ja, ist so. Licky ist tot. Nur er heilt sich nicht, hä? Weil es sollte sich jeder Trainer mit 20 fucking Hyperpotions heilen, aber nur. Der Ficker ist tot. 3200 Euro. Der Kampf für 5 verstanden als der Kampf und er gibt genau gleich viel Geld, Junge. Du aber nur ein 10, das ist so schwierig. Weil ich dann nicht einfach tausendmal den Arsch gewickt werde, aus keinem Grund. Mal gucken, wo der Typ ist. Sollte er jetzt hier sein? Ja, da ist er. Der guckt zum See. Was, wenn ich mich so hinstelle? Um das hier herstellen zu können, mussten wir den Windkraftwerk Energie klauen. Cool. Hast du das Gespräch belauscht? Ah, du Nervensäge. Da ist es schon. Warum lauf ich überhaupt so? Keine Ahnung. Wisst ich jetzt. Hab wir immer noch nicht. Lass mich doch jetzt auch winnen, dankeschön. Was ist das da gerade für ein Bug, Alter? Ah. Ah, Game Design, okay. Was? Die können mir doch nicht sagen, dass es fertig entwickelt ist. Das können die mir doch nicht sagen. Können die mir auch nicht. Was programmieren die da? Die programmieren ja einfach Kacke. Das sieht nicht gut aus. Das sieht halt einfach nicht gut. Okay, das ist gut. Die Luftkamera, Alter. Mann, Alter, was ist das? Was ist das? Dusch. Ha, tot. Alter, ist ja schnell. Oh, sind hier, was machst du denn hier? Oh, hallo, wir haben uns ja lange nicht mehr gesehen. Wie geht's dir mit deinem Pokédex voran? Ich bin eigentlich hier, um mit dir als Legende herauszufinden, die sich um den See rankt. Aber der See scheint momentan für die Öffentlichkeit die Spitze sein. Weißt du, auf welche Legende ich spreche? Es handelt von einem mysteriösen Pokémon, das sich auf einer Insel mitten des Sees aufhalten soll. Nicht nur eins, sondern drei.
Ach ja, was ganz anderes. Hast du die Eltern in der Fotos 110 gesehen? Ja. Cool, ja, bei diesem Kaffee. Ja, die haben Kopfschmerzen oder so. Hier, ja, nimm du die Medizin, gib dir das, dann kannst du da zu Torso gehen und dann kannst du deine Oma besuchen. Tschüss. Hier. Alter, ich spritze einfach Crack und die bekommen einen Anfall und laufen einfach rum wie behindert. Die sind so high, Alter. Einfach gar kein Bock. Wieso ist die jetzt wieder hergekommen, Mann? Achso, Elyse ist. Ach, Trost, du, ja. Keine Ahnung, was ich hab mit den Schattennamen. Komm, fucking Ebel. Ey, jetzt kommt erstmal ein Ficker aus dem Gras, Alter. Das ist so wie so ein Huren, so. Und ich so. Und ich so. Du willst. Er kommt an mit seinem fucking kleinen Stein, Junge. Cleanstein! Aller Cleanstein! Er haut Niki ob der Fress und dann hat er sich die Flügel gebrochen. Steinwurf. Oh nein, so das Kopf, das macht ja so viel Damage. Schieß doch einfach die Träne ab, lass er weg. Kannst du gleich vergraben. Kannst du was liegen lassen eigentlich, musst du gleich vergraben. Kann er gleich da bleiben, woher kommt dieser Ficker. Wow, was ein kreativer Kampf. Oh, ich wollte ausreichen, Pokémon. Oh. Ich glaube, so Nebel. Ja, das ist Nebel. So, ja, willkommen im echten Leben. Willkommen im echten Leben. Das ist ja einfach nur absolut realistisch hier, dieses Game, Junge. Trainer, cool. Da gibt es viele Trainer, das mag ich, weil da kann man mal richtig trainieren. Aber nicht, wenn das so ein fucking Ninja-Junge Magenruhe ist, damit es jetzt 20.000 Super ist, dass meine Mutter trainieren möchte. Konzentrator! Geh. Ich gehe jede dieses Ding. Auch obwohl das so hoch ist. Wieso fliegt das so hoch? Dieser Schrei, Alter. Wenn er auch am nächsten ist, macht dann fetten EQ drauf, dass alle Ohren sterben. Ah ja, ich sehe alles. Achso, ja, dann da und waren hier irgendwo Stairs. Genau, dann bin ich jetzt bei den Stairs, glaube ich. Nein, ich habe verloren. Hier sind die Stairs. Hier sind beide Trainer. Da sind die. Ja, du kannst mich angreifen. Das ist Level 40, Mann. €13.000. Die sind doch verrückt. So muss er da. Nach hier, danach da. Cool, Trainer. Finde ich gut. Yes. Let's go! Yes. Let's go! Das Ding wiegt 25 Kilo bloß! Hilfe! Nahkampf ballert! Ich habe gerade so gedacht, hä, wo ist das Bild hin? Aber war ja nie ein Bild. Da war ja nie ein Bild. Lol. Ich habe gerade gedacht, schon wieder, wo ist das Bild? Hä, wieso ist das jetzt da auf einmal nicht erheblich? Kontext? Was? Wieso?
muss da nicht down. Ja, yeah, ich bin in Elysis. Ohne was zu sehen. Let's fucking go. Ich habe ja, glaube ich, noch so einen älteren Trainer ausgelassen. Egal, Leute. Dann würde ich sagen, wenn euch diese Folge über Pokémon Kackmüll gefallen hat, würde ich euch noch vielleicht auch ciao. Tschüss.